Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlietainment. Hallo zu einem neuen Video, zu einem Video, was ich weder geplant habe, noch machen möchte, noch ich dir wünsche, dass du das jemals durchmachen musst. Und zwar, wenn du um 3 Uhr in der Früh von deinem Freund aufgeweckt wirst, weil er in der Überwachungskamera im Stall gesehen hat. Wir haben nämlich in dem Stall hier Überwachungskameras. Mein Freund hat, warum auch immer, um 3 Uhr in der Früh da mal ganz kurz reingeschaut und hat gesehen, dass es seiner Stute Jessie, seiner Pain-Stute, die mittlerweile schon 26 Jahre alt ist, also jetzt nicht so die jüngste mehr, dass die sich irgendwie seltsam verhält. Dass sie so komisch gelegen ist, sich gewälzt hat, ganz, ganz merkwürdig. Und um 3 Uhr hat mich dann mein Freund aufgeweckt und hat dann gemeint, so Anita, irgendwie, irgendwas ist da mit der Jessie, lass uns in den Stall fahren. Ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe fast gar nichts gesagt, bin einfach nur aufgestanden, habe mir wie selbstverständlich einfach so eine Jacke drüber über meinen Pyjama gezogen. Wir sind in den Stall gefahren und im Stall alles stockdunkel. Und bei der Jessie hast du sofort im Gesicht auch schon gesehen, dass auf der linken und der rechten Seite hier so richtig so ein ganz großer Fleck schon das Fell weg war, weil sie sich wahrscheinlich da irgendwo angestoßen hat, weil sie sich halt wie wild auch gewälzt hat, weil sie einfach auch so Bauchkrämpfe hatte. Uns war sofort klar, okay, Kolikalarm. Wir sind sofort geschnappt, sind raus aus dem Stall, damit wir hier nicht den Megatumult auslösen. Es war ja auch mitten in der Nacht, es war alles noch dunkel. Und dann sind wir aufs Roundpen gegangen und haben sie da dort mal herumgeführt. Und zwischendurch hatte sie immer wieder so ganz, ganz komische Krämpfe, dass sie hinten dann so eingesackt ist und hinten dann so ganz seltsam gegangen ist. Was uns aber auch sehr gewundert hat, war, dass sie ziemlich zu Beginn schon Pferdemist abgelassen hat, also so Pferdeäpfel schon abgelassen hat. Keine normalen Knödel, sondern, sorry für den Vergleich, so ein bisschen Porridge-mäßig war das Ganze. Und mein Freund und ich waren so, okay, auf entspannt. Gut, sie hatte jetzt hier irgendwie schon gemistet. Das wird jetzt nicht so lange dauern. Ich habe mir dann schon überlegt, okay, wieder ab nach Hause, dann noch eine Stunde schlafen. Und dann, ich arbeite immer jeden Tag von Montag bis Freitag von 5 bis 9 Uhr in der Früh. Das heißt, frühes Aufstehen ist für mich eh schon so. Ich meine, ich mache es nicht gerne, aber ich mag meine Arbeit sehr gerne. Und deswegen war das frühe Aufstehen eh auch schon so inklusive. Haben wir das auch schon so gedacht und mein Freund hat das Ganze auch nicht so todernst genommen, aber zur Sicherheit wollten wir das Ganze doch nochmal vom Tierarzt abchecken lassen und den Tierarzt gerufen. Der Tierarzt war dann da und hat der Jessie dann hier eine Spritze gegeben mit Krampflöser und auch mit so einem Schmerzmittel, damit das Ganze sich so ein bisschen entspannt. Das sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. Ich kenne das ja auch. Porzellinchen hatte ja 3-mal schon eine Kolik. Rubien hatte auch schon mal eine Kolik und das Ganze war immer super schnell erledigt. Nach dieser Spritze war alles in Ordnung, sondern nach einer Stunde und bei der Jessie irgendwie nicht. Und ich habe dann auch schon gemerkt, der Tierarzt war irgendwie anders. Und ich habe es nicht gesagt, aber ich habe mir schon gedacht, komisch. Er hat dann auch irgendwie keine Darmgeräusche gehört, wenn du halt da so dein Ohr so dran legst an den Bauch da hinten. Und er hat dann auch mit so einem Handschuh hinten dann nochmal alles rausgeholt, was doch drinnen war. Da war fast nichts mehr drinnen. Also auch nochmal so ein bisschen eine Handvoll Porridge war noch drinnen. Und er hatte dann auch seine Nasenschlundsonde durch die Nüstern so durchgefahren. Das ist so ein dünnes Schläuchlein, wo du dann auch noch ein bisschen was rausholen kannst. Ja, und dann weiß ich noch, mein Freund war im Roundpen und ist mit der Jessie Runde um Runde gegangen. Und da weiß ich noch, als er ein bisschen weiter weg war, kam der Tier zu mir so ein bisschen näher und hat dann auch zu mir gesagt, so, Donita, wie schaut es eigentlich aus mit einer Kolik-OP? Und bei mir so, wow, okay, weil ich denke, als Pferdebesitzer hat man von diesen ganzen Horror-Stories ja auch schon mal was gehört. Vor allem auch dieses Jahr ist nicht Totilas auch nach einer Kolik-OP gestorben. Also so richtig heftige Stories. Und ich so, ja, also natürlich, für mich wird es auf jeden Fall in Frage kommen. Ich meine, ich möchte einfach nur, dass die Jessie weiterhin lebt und dass es alles gut geht. Aber wer weiß, was halt dann die Ärzte halt so finden, wenn sie halt den Bauch da aufmachen, lassen sie dann die Jessie dann wieder aufwachen. Da gibt es so viele Horror-Stories und natürlich auch der Fakt,
dass du nicht weißt, wie geht's denn danach weiter? Wie geht's dem Pferd dann danach, diese ganze Heilungsgeschichte? Wie lange muss sie dann stehen? Was kommt da noch alles dazu? Da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Risiken. Plus natürlich on top sind natürlich die Kosten. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie rumherum reden, sondern das wird natürlich eine teure Angelegenheit. Aber es gibt einen Spruch, und zwar heißt der: Das Geld tut dir nur einmal weh. Das Leben deines Pferdes oder deines Tieres, wenn du dich daran erinnerst, das wird dir viel, viel häufiger wehtun. Und deswegen ist es für mich selbstverständlich, dass ich da einfach sage, okay, was es kostet, kostet es halt einfach. Und er hat dann auch zu mir gesagt, so, Nita, hast du deinen Anhänger da? Und ich so, ja, wir sind auch Gott sei Dank mit meinem Auto in den Stall gefahren, weil ich habe auch diesen Pferdeanhängerteil, die Anhängerkupplung habe ich ja hinten dran, den Pferdeanhänger dran gemacht. Ich habe bei mir in der Arbeit angerufen, dass ich heute nicht arbeiten kann, weil wir jetzt in die Klinik fahren müssen. Wir sind tatsächlich noch in die Klinik gefahren. Normalerweise ist die Jessie beim Verladen nicht so die chilligste. Sie mag total gerne, wenn ihre Freundinnen dabei sind, also meine Haflingerstute Escada oder auch meine Schimmelstute Rubinesca. Wenn die zuerst im Pferdeanhänger drinnen sind, ist es für sie kein Problem, dann geht sie auch rein. Wenn aber kein Pferd drinnen ist, dann diskutiert sie so ein bisschen und ist sie so ein bisschen skeptisch, kann man da reingehen oder nicht. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern wird, kein Problem. Ich versuche auch beim Pferdeverladen immer ganz ruhig zu bleiben. Bester Tipp, mach dir keinen Stress und lass dir nicht von 10.000 Leuten reinreden und schau nicht, dass 1.000 Leute dir zuschauen, weil sowas finde ich immer super nervig. Es war 5 Uhr früh. Ich habe noch eine Insta-Story gemacht, weil ich da noch trotzdem noch entspannt war. Es war noch nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, es schrillen jetzt alle Alarmglocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das passiert, was jetzt auch wirklich dann passiert ist. Ich erzähle das jetzt gleich. Jessie ist ohne Probleme in den Pferdeanhänger gegangen, ohne nichts, einfach reingeführt, verladen, easy going, Hängerklappe zu und wir sind losgefahren zur Klinik. In der Zwischenzeit hat mein Tierarzt in der Klinik angerufen, hat den Notdienst da aktiviert und hat dann auch gesagt, okay Leute, die kommen da jetzt, bitte seht sie euch diese Stute an. Jessie, 26-jährige Stute, hatte bisher noch keine Kolik. Und mir hat auch der Tierarzt, als er gekommen ist, ziemlich zu Beginn auch gesagt, wenn Pferde einfach noch nie eine Kolik hatten oder wenn da noch nie irgendwie was war, ist es dann meistens echt was Ernsteres. Und auch da habe ich mir dann schon gedacht, oh nein, sehe ich uns jetzt gleich in der Klinik? Ja, ich sehe uns in der Klinik, weil wir sind auf die Pferdeklinik gefahren. Auf die gleiche Pferdeklinik, wo ich auch mit Porzellinchen war. Dieses Jahr, die auch Gott sei Dank Keramik gerettet haben, das kleine Fohlen und auch diese Pferdeklinik, wo ich auch damals mit dem Rubien war und auch mit all meinen anderen Pferden, wo irgendwelche Sachen angestanden sind. Ich muss dir sagen, ich habe so, so gute Erfahrungen mit dieser Klinik gemacht und bis jetzt hat alles gepasst und ich bin sehr, sehr happy. Ich war dieses Jahr sogar nochmal auf der Pferdeklinik, aber das ist eins der Videos vom Sommer, was ich dir eigentlich jetzt noch zeigen wollte, eins der lustigeren Videos. Ja. Jetzt muss ich dir einfach jetzt sagen, was jetzt hier mit der Jessie war. Wir waren dort, sie ist super lange untersucht worden. Ich bin da ganz genau komplett durchgefragt worden. Also wirklich, ich habe gefühlt irgendwie das halbe Leben von der Jessie hier eben angegeben. Und die Ärztinnen haben sich richtig gut um sie gekümmert, haben wirklich versucht, auch hinten mit dem Handschuh, haben sie versucht, irgendwie alles rauszukriegen. Sie haben auch einen Ultraschall gemacht und haben gesucht, wo ist denn da die Stelle? Ist es im Dickdarm oder ist es dann doch der Dünndarm? Für mich war es halt schon sehr schwierig, weil sie dann auch hergekommen sind und gesagt haben, wir müssen operieren. Wollen Sie das? Und ich so, ja. Sie haben mir dann auch einen Kostenvoranschlag gemacht. Ich kann dir das auch ehrlich sagen, was ich da jetzt hier unterschrieben habe. Es kann weniger werden, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es halt mehr wird. Es sind 7.000 Euro. Dafür, dass ich halt nicht weiß und dass es nicht sicher ist, ob die Jessie das überlebt, ob die Jessie danach wieder aufwacht, ob man nicht noch irgendwas findet, da irgendwo im offenen Bauch. Ob da jetzt irgendein Stückchen vom Dünndarm weggeschnitten werden muss, weil das schon irgendwie abgestorben ist und schwarz ist oder keine Ahnung was. Ob da sonst noch irgendwas ist, ich weiß es nicht. Und danach die Risiken dann auch mit der Aufwachgeschichte in der Aufwachbox, wo ich auch schon Horrorstories gehört habe, dass Pferde, die einfach nur kastriert wurden,
in der Aufwachbox sich das Bein gebrochen haben und dann eingeschläfert werden mussten. Du denkst dir nur so, ach. Ja, ich habe auf jeden Fall gesagt, ja klar. Mein Freund war auch dabei und für mich der schlimmste Moment war eigentlich, als sie dann die Jessie abgeholt haben und wir kurz davor noch Zeit hatten, uns kurz zu verabschieden. Und ich hatte auch zu meinem Freund gesagt, ich weiß nicht, ob wir die halt jemals wieder lebendig sehen. Mein Freund hat die Jessie seit Fohlen an. Also sie haben sie als Absetzer damals gekauft. Und es gibt ein Foto, da sieht man meinen Freund, wo er noch ganz, ganz klein war, so ein kleiner Bub mit der Jessie zusammen, wo sie halt einfach auch noch in Fohlen war, wo er sie einfach so auch umarmt hat. Und dann zu sehen, wie mein Freund dann sich dann auch von der Jessie verabschiedet hat. Vor der Operation ist er dann noch hingegangen und hat dann so die Hand so draufgelegt. Und ich habe mir nur gedacht, hoffentlich war es das nicht das letzte Mal, dass wir sie jetzt lebendig gesehen haben. Ach. Sehr, sehr schwierig. Ein Hoffnungsschimmer für mich ist auf jeden Fall, dass in diesem Behandlungssaal, in dem wir da waren ja auch ganz, ganz viele verschiedene Leute, die da auch mitgeholfen haben. Und plötzlich geht die Tür auf und es kommt eine Ärztin rein, die ich kenne von früher noch, bei der ich mit meinen anderen Pferden früher auch bei ihr war. Und sie kam rein und ich habe sie gesehen und dahinter waren noch ein paar andere Ärzte noch da dabei. Und ich habe in dem Moment einfach nur so gehofft, hoffentlich wird sie die Jessie operieren, hoffentlich ist sie die behandelnde Ärztin für diese Operation und geht nicht nur einfach durch diesen Raum hier durch, um woanders hinzugehen, sondern hoffentlich kommt sie jetzt extra für die Jessie daher. Und dann hat sie dann auch gefragt, so, ob wir die Pferdebesitzer sind, hat dann zu meinem Freund und mir halt so gezeigt und wir so, ja. Und dann hat sie auch gesagt, so, ja, dass sie jetzt die Jessie halt eben operieren wird. Und ich habe zu ihr gesagt, boah, ich freue mich einfach so. Ich habe mich so gefreut. Ich habe das dann auch gleich gesagt, weil ich hatte dann einfach instant ein gutes Gefühl, weil ich sie halt dann eben von früher halt noch kenne, von anderen Behandlungen bei meinen Pferden. Es hat einfach immer so gut funktioniert. Und sie ist einfach so ein unfassbar herzlicher Mensch. Und ich war so, okay, wenigstens war's. Ja, und genau in diesen Minuten wird die Jessie gerade operiert. Und ich habe mein Handy die ganze Zeit hier auch an, also es kann die ganze Zeit auch hier läuten, dass mich die Klinik anruft und dann weiß ich nicht, was jetzt dann gleich gesagt wird. Also sie haben gemeint, sie rufen mich dann nach der Operation sofort an. Vielleicht passiert es jetzt auch in dem Video oder halt, dann werde ich auf jeden Fall im Laufenden halten, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass die Jessie das überlebt, ich hoffe, dass sie aufwacht und ich hoffe, dass mein Freund die Jessie jetzt nicht das allerletzte Mal so lebendig gesehen hat und gestreichelt hat.